Hallo Werkzeugfans, mein Name ist Sebastian. Pow, pow, pow. Was ein Buchstabe für einen Unterschied machen kann, ist der Hammer. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute alle M18, also alle 18 Volt Bohrhammer von natürlich Milwaukee an. Und hier ist es so, dass wir gerade 4 neue Geräte haben. Diese 4 sind alle neu auf dem Markt und das sollten wir uns dringend mal anschauen. Und was können die Geräte eigentlich und wie viel Leistung haben die? Das werden wir sogar testen heute. Und ich sage euch eins, es ist erstaunlich, was am Ende dabei rauskommt und dann wiederum auch nicht. Und natürlich gibt es hier immer etwas zu gewinnen und zwar diesen Bohrhammer. Ja, den kannst du heute gewinnen und alles, was du dazu machen musst, einfach unten in die Kommentare schreiben, was wäre denn dein Favorit von denen hier? Wir testen also heute die neuen Bohrhammer von Milwaukee und schauen uns vor allem auch mal die ganze Range an. Und was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den Geräten? Aber welche Geräte habe ich ja eigentlich? Wir haben den M18 BLHX, den M18 FHX, den M18 One FHX, den M18 One FHPX, den M18 CHM und den M18 FHM. Lass uns jetzt mal ganz kurz die technischen Daten anschauen. Wie immer hier als gesamte Tabelle und du siehst, es gibt eine ganze Menge Unterschiede, am Ende aber doch irgendwie nicht. Aber wenn du wieder alle technischen Daten dir länger anschauen willst, dann verlinke ich dir mal hier oben unseren Werkzeugvergleich. Da hast du alles nochmal auf einen Blick. Alles so, dass du dir auch ausdrucken kannst zur Not und vor allem kannst du abstimmen. Was ist dein Lieblingsbohrhammer? Würde mich total interessieren. Gerade bei denen hier ist es gar nicht so leicht, weil wir haben hier SDS, SDS Max, neue Geräte mit Bluetooth, ohne und so weiter und so fort. Das ist übrigens auch das Thema. Wir haben ja eigentlich hier zwei Geräte, die ziemlich ähnlich sind. Wir haben ja zwei Geräte, die sich nur in einer Sache unterscheiden, Bluetooth hin oder her. Aber lass uns mal auf das Wesentliche kommen. Denn das Wesentliche an den Geräten ist das Thema, wie viel Kraft haben sie denn eigentlich? Und wir haben hier etwas über 2 Joule beim kleinsten Gerät. Hier haben wir 2,5 Joule, 2,5 Joule, 5 Joule. Hier haben wir knapp über 6 und hier haben wir sogar schon 11 Joule Schlagenergie. Das heißt, mit wie viel Vehemenz nach vorne der Bohrer oder der Meißel dann geschlagen wird. Und natürlich haben wir auch verschiedene Geschwindigkeiten und so weiter und so fort, die auch natürlich den Vortrieb entscheiden. Aber es ist natürlich immer eine Kombination aus Geschwindigkeit und Kraft. Wir schauen uns jetzt mal was anderes an, und zwar, was kosten die Geräte eigentlich? Beim BLHX haben wir einen Preis von 220 Euro. Beim FHX haben wir einen Preis von 240 Euro. Beim OneFHX haben wir einen Preis von 340 Euro. Beim OneFHPX, also der mit 5 Joule, haben wir dann 430 Euro. Beim CHM 600 Euro und beim FHM, dem größten hier, 760 Euro. Fangen wir beim BLHX an. Ein älteres Gerät eigentlich im neuen Namen, neuem Mantel. Denn das hier ist das absolute Einsteigergerät von Milwaukee. Und hier ist es so, dass wir eigentlich alles bekommen, was man so einen Bohrhammer haben will, aber einige Komfortfunktionen aus dem FHX eben noch nicht. Wir fangen mal hier vorne an. Hier haben wir ganz normal Meißeln. Hier können wir den Meißel einstellen. Hier haben wir Bohrhammer bohren und hier haben wir einfach nur bohren. Das heißt, hier einfach einstellen und dann haben wir nur noch bohren. Wenn du dir das Gerät an sich so anschaust, siehst du hier keine Entkopplung an der Stelle. Hier ist keine Entkopplung dran. Aber hier oben dann schon eine leichte Entkopplung. Was wir aber nicht haben, ist Folgendes, und zwar das Autostopp. Ergo, ich drehe das. Und so. Das Gerät dreht einfach weiter, auch wenn es einen so einen Kickback hat. Ergo, es verkantet sich irgendwie und dann geht das rum. Dann gibt es noch eine Besonderheit, und zwar ist es hier beim Bohrfutter so, dass wir noch ein älteres Bohrfutter haben. Wenn wir hier also ein SDS-Gerät, wenn wir das Bohrfutter hier nutzen und dort den SDS-Bohrer reinstecken, um ihn zu befestigen, müssen wir ihn hier drehen, bis es dann einrastet. Vielleicht hört ihr das? Ja, jetzt hört ihr es auch. So. Und so. Das ist heutzutage eigentlich relativ unüblich, so zu machen. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar könnt ihr hier auch das Bohrfutter austauschen. Einfach das hier nehmen, das andere Bohrfutter dann hier entsprechend rein. Ich finde es ein bisschen fummelig bei dem Gerät, aber es geht. So und dran. Jetzt habt ihr ein klassisches Bohrfutter, was ihr benutzen könnt. Ja, die sind übrigens untereinander kompatibel zwischen all diesen Geräten hier. Aber wir probieren es einfach bei jedem kurz aus. Jetzt kommen wir zum nächsten, zum FHX. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nö. Ja. Bohrt.
Zum FHX. Wir kommen dem Test ja schon etwas näher. Hier haben wir schon 2,5 Joule Schlagenergie. Und eine Sache muss man sagen, zwischen den beiden Geräten ist es so, dass der hier, der FHX, angegeben wird von Milwaukee mit dem doppelten Vortrieb, so kann man das eigentlich sagen. Ergo, bei selber Bohrgröße, bei selben Bedingungen, mit allem drum und dran, ist es so, dass der hier meinetwegen 1 Minute braucht, dann braucht der hier 30 Sekunden, um ein Loch zu bohren. Oder. Wir haben es nicht ausprobiert, weil wir gedacht haben, wir wollen eher den hier mit 2,5 Joule gegen 5 Joule ausprobieren. Wenn ihr sagt, Mensch, interessiert mich, was der Kleine hier im Vergleich noch kann, ja, wie das aussieht, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Aber jetzt haben wir ja gerade von Autostopp gesprochen, jetzt möchte ich euch das auch mal zeigen, vor allem akustisch seht ihr das auch. Und zwar hier. Das ist der Hammer, oder? Nochmal von euch. Ich versuche es nochmal ganz bisschen nur. Das ist Wahnsinn, oder? Das Interessante an der ganzen Sache beim Autostopp ist, dass der Kopf jetzt hier, also der Bohrkopf, beziehungsweise euer Bohrer, sofort stoppt. Macht so klack und hört auf, sodass ihr euch hier nicht den Arm verdreht in dem Moment. Weil was passiert, wenn das so ist? Bis hier macht es noch Spaß, aber danach nicht mehr. Weil dann ist irgendwie vorbei, dann fängt das hier an, dann schlägt es mir hier auch gegen den Arm. Was mir letztens auch beim anderen Bohrer passiert ist, es tut immer noch weh ein bisschen, passiert. Ja, aber dafür hat man genau diese Funktion und da passiert das eben nicht. Wenn wir uns hier das anschauen, ist es das modernere Gerät, weil wir haben hier auch schon eine Entkopplung an beiden Punkten. Schaut mal hier. So, ihr habt jetzt hier Folgendes. Ja, ihr seht das hier, wie das hier schwingend gelagert ist. Finde ich schön gelöst und ist natürlich sehr gut jetzt hier für deinen Arm. Ergo, dass die Schwingungen nicht so in deinen Arm reingehen. Hier beim Griff haben wir noch den ganz normalen Standardgriff drin. Bei dem anderen haben wir dann entsprechend hier schon einen mehr entkoppelten. Aber da kommen wir gleich dazu. Das ist also der FHX. Ohne Bluetooth, ohne alles. Du kannst auch das Anti-Stopp nicht extra einstellen. Es ist einfach so, wie es ist. Aber du hast hier ein Gerät für etwas mehr als 200 Euro, ja, was sehr solide ist, muss ich sagen. Übrigens nochmal, alle Preise findest du unten in der Videobeschreibung. Und da findest du auch den ehrlichen Preisvergleich, wenn du dich für die Geräte interessierst. Plus übrigens noch eine Sache, und zwar da findest du auch Absaugsysteme. Einfach mal reinschauen. Wir haben vor kurzem ja das Thema Absaugung auch nochmal getestet. Wenn du da die verschiedenen Systeme sehen möchtest, auch nochmal das findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn das Video raus ist, dann verlinke ich das auch hier oben schon. Kommen wir zum nächsten, das ist der OneFHX. Ergo, das hier ist einfach nur dasselbe Gerät wie das hier, 100% identisch mit einem Bluetooth-Modul. Das haben wir hier drin und mit dem Modul kann man Folgendes machen, und zwar das Autostopp kann man entsprechend einstellen, wie sensitiv das sein soll. Es kann natürlich sein, dass jemand bis der immer bestimmte Arbeiten macht, die an dieser Grenze sind, wo sich das Ganze hier ein bisschen bewegt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, diese Autostopp-Funktion etwas weniger sensitiv zu machen, dass es nicht so oft anschlägt. Jetzt muss man aber sagen, wenn man diese drei Geräte jetzt hier vergleicht, haben wir hier einen Preis von um die 220 Euro. Hier haben wir ein Gerät von 240 Euro. Wenn man sich das jetzt überlegt, ist meine persönliche Wahl wäre ganz klar zu dem hier, zum FHX, weil der hier mit der Funktion kostet mal 100 Euro mehr, sind wir im Bereich bei 340, 350 Euro. Und wo es jetzt gerade aktuell steht, schau unten in ehrlichen Preisvergleich rein, weil gerade in letzter Zeit sind die Preise wirklich sehr stark hoch und runter gegangen. Und natürlich findest du auch alle Preise immer auf unserer Werkzeugvergleichseite. Da bitte nochmal reinklicken und euren Liebling wählen. Ansonsten überlege ich nochmal, was ist an dem Gerät zu zeigen. Hier ist der neue Knopf dran, das habe ich noch nicht gezeigt. Und zwar hier, schaut mal, ich habe hier diese neue Einstellmöglichkeit, wo ich hier an der Seite drücke. Finde ich viel besser als den anderen hier, weil es viel simpler zu verstellen ist. Reindrücken und rum. Ansonsten seht ihr hier, das ist genau dasselbe. Alles dasselbe wie beim anderen Gerät. Kommen wir also in die 5-Joule-Klasse. Was war das denn? Egal. Wir haben jetzt also hier den OneFHPX. Was ein Buchstabe für einen Unterschied machen kann, ist der Hammer. Denn wir haben hier einen ganz schön großen Bohrhammer. Denn wir haben hier 5 Joule Schlagenergie. Und ich sage euch eins, 5 Joule Schlagenergie ist eigentlich für das meiste, was du so machst, völlig ausreichend. Wenn du nicht gerade Riesenlöcher in Stahlbeton in Masse machst, ist das hier eigentlich genau das Ding. Natürlich muss man sich entscheiden, ob man eher ein Gerät in dieser Gewichtsklasse haben will oder eher ein Gerät in dieser Gewichtsklasse. Ja, 2,5 oder 5 Joule, das ist natürlich auch vor allem ein Gewichtsunterschied, den wir dir hier auch nochmal
einblenden. Bei dem Gerät ist es so, dass hier alles etwas mächtiger ausgeführt ist. Wir sehen hier, dass wir auf der Oberseite die Verstellmöglichkeit haben. Hier entsprechend auch schön einfach zu verstellen. Hier so klick und klick und klick. Man muss nichts drücken, nichts machen, einfach nur weiterklicken. Ich finde es sehr schön, das hier oben zu machen, statt an der Seite. Finde ich irgendwie ein bisschen intuitiver. Dann ist es so, dass wir hier auch eine Entkopplung haben, und zwar unten und oben. Ja, ihr seht hier, das ist noch mal besser entkoppelt als bei den anderen beiden Geräten. Man kann es wirklich schön rein tun und man sieht das auch wunderbar beim Bohren, wie das Ganze sich hier hin und her bewegt. Dann ist es so, dass der Griff hier auch entkoppelt ist nochmal. Hier ist ein Gummielement drin, hier an der Stelle, was auch nochmal dafür sorgt, dass das hier die Vibration nicht so überträgt. Was ich übrigens bei allen anderen Geräten bis jetzt unterschlagen habe, was sie aber alle haben, ich kann natürlich hier oben auch diesen Abstandsstab reintun, der mit im Lieferumfang mit dabei ist. Apropos Lieferumfang, nochmal eine wichtige Sache. Ich habe dazu keine offizielle Auskunft, aber ich bin mir sicher, dass du spätestens bei dem Gerät einen High-Output-Akku brauchst, also einen 5,5er Akku. Nicht umsonst werden gerade auch das Gerät und das Gerät mit einem 5,5er ausgestattet, im Gegensatz zum normalen 5,0 Akku von Milwaukee. Und bei dem hier wirst du es auf jeden Fall nicht brauchen. Ja? Wir haben hier nur einen 8er drin, weil wir, ich glaube, einfach nur 8er in der Hand hatten hier heute. Ansonsten ist bei dem Gerät so, kompakt, handlich und hat ordentlich Vortrieb. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir testen jetzt das Gerät einfach mal mit einem 40 mm Bohrer durch Beton, und zwar ordentlich, und schauen mal, welcher von beiden, also der hier, der One FHPX gegen den FHX, welcher ist eigentlich schneller? Weil ich es eben erwähnt habe, nochmal hier ein klassischer 5er gegen einen 5,5er High Output. Ihr seht also hier auch in der Größe, das ist nochmal ein anderes Gerät. Ja? Das ist nochmal eine ganz andere Größe, ganz anderer Akku, der natürlich euch auch erlaubt, dann entsprechend viel Energie in das Gerät reinzubekommen. Nur für euch zum Vergleich, das hier ist ein 8er und das ist ein 5,5er. Das heißt, der 5,5er High Output ist genauso groß wie der 8er und wiegt übrigens auch das Gleiche. So, jetzt haben wir den Test gemacht und ihr habt Folgendes gesehen. Wir haben beim FHX etwa 4 Minuten gebraucht, beim One FHPX, also hier mit 5 Joule, haben wir 2 Minuten nur gebraucht. Das heißt, 4 Minuten gegen 2 Minuten, ein riesiger Unterschied. Und was viele vielleicht vergessen, ist Folgendes. Wir haben ja einen riesen Unterschied auch in der Umdrehung. Hier haben wir 1300 Umdrehungen, hier haben wir 800 Umdrehungen, aber wir haben fast die gleiche Schlagzahl. Und durch die gleiche Schlagzahl plus entsprechend diese Vehemenz, die das Gerät hier nach vorne bringt, 5 Joule ist schon echt heftig, ist er dann entsprechend auch doppelt so schnell. Und weil wir auch wissen wollen, was schafft er denn im Abriss? Weil Bohren und Meißeln ist nochmal ein Riesenunterschied, machen wir jetzt nochmal einen zweiten Test. Und zwar, wie lange brauchen denn die beiden, um unseren Betonblock etwas niederzureißen? Seht selbst. We'll be right back.
Auch hier haben wir gesehen, dass wir fast den gleichen Unterschied haben. Wir haben hier 14 Minuten beim One FHPX mit 5 Joule gegen 24 Minuten bei dem. Und ich muss sagen, habt ihr gesehen, wie viel Spaß das macht? Das ist schon richtig cool, mit den Dingern hier was abzureißen und einfach mal so einen Betonblock, wir haben hier noch einen stehen für einen anderen Test, einfach so einen Betonblock mal niederzumachen, ohne Sinn und Verstand. Das ist unser Privileg für euch, machen wir doch gern. Noch ein Hinweis, ich habe euch ja die ganze Zeit das andere Bohrfutter gezeigt, das passt auch hier drauf. So, hier nur etwas straffer und, Moment, ist drin? Ja, so. Und schon ist drin und ihr könnt auch damit entsprechend arbeiten. Kein Thema, läuft, wackelt nicht und hat Luft, auch nicht, funktioniert einfach. Nochmal, weil es vielleicht der eine oder andere, wobei ich es vielleicht vorhin gar nicht gesagt habe, ist, man muss das hier auch ordentlich reinfummeln. Bastian, was ist denn hier los? Geht, wenn man es richtig macht. Also, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben hier ein SDS-Gerät, also kein SDS-Max-Gerät mit 5 Joule, weil es könnte man jetzt ja vermuten, dass wir hier schon in der nächsten Größe sind. Nein, 5 Joule Schlagenergie mit SDS Plus ist, glaube ich, auch so ziemlich das Maximum, was man da noch rausholen kann aus SDS Plus und danach, ja, bei 6 vielleicht noch nicht, aber eigentlich braucht man dann langsam SDS Max. Und deswegen gibt es eben auch diese beiden Geräte. Kommen wir zum nächsten Gerät, und zwar zu dem hier, auch eigentlich ein etwas älteres Gerät, dem auch ein paar Funktionen fehlen. Man muss übrigens nochmal sagen, wir haben hier SDS Max und SDS Max. Hier haben wir 6 Joule, hier haben wir 5 Joule, aber hier zwischen haben wir auch nochmal mehr als 1 Kilo Gewichtsunterschied. Das heißt, wir haben hier ein Gerät mit 1,2 Kilo mehr Gewicht. Man muss aber auch sagen, wir haben hier auch massiv Metall nochmal hier dran, was auch sehr gut ist für die Wärmeableitung. Aber was wir hier nicht haben, und deswegen gucken wir uns das auch gar nicht so genau an, das Gerät, wir haben hier kein Anti-Stopp. Das heißt, da passiert nichts, aber er rollt auch nicht aus. Es gibt ja auch Geräte, die du ausmachst, die dann noch nachdrehen. Ja, das macht er nicht. Ist ein älteres Gerät und man kann das hier von oben einstellen, machen und tun. Alles gut, 6 Joule, gibt es nicht weiter viel zu sagen. Und keine Entkopplung. Doch, das gibt es schon noch zu sagen. Was ich nicht gut finde, hier überall keine Entkopplung. Gucken wir uns das große Flaggschiff jetzt aber mal an. Ganz kurz zumindest, hier SDS Max 11 Joule Schlagenergie. Und hier haben wir wieder Anti-Stopp dabei. Und zwar, Moment, lösen. Wir haben hier hinten einen Knopf, wo wir sagen können, hier, wir können jetzt nicht den Knopf drücken, hier, und dann geht's voran. Aber schaut mal hier. Man hört auch dieses Klack, wenn das entkoppelt wird und du dementsprechend nicht mehr rumgerissen werden kannst. 11 Joule Schlagenergie. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob wir dieses Gerät hier mit 11 Joule mal gegen Bosch, Makita, weiß ich, Milwaukee, da haben wir schon, gibt es noch Dewalt und so weiter, Metabo, testen sollen. Würde mich sehr interessieren, wäre auch mal ein echter Test, so in der Klasse mal so alle mal durchzuprobieren und vor allem auch hier mal zu schauen, wie lange hätte er dann gebraucht, um das Loch zu bohren. Wer weiß das schon, wir haben es noch nicht ausprobiert. Mehr gibt es zu dem Gerät erstmal nicht zu sagen, außer wir haben hier auch eine Entkopplung und alles weitere von dem hier zeige ich euch, wenn wir uns SDS Max mal etwas genauer angucken. Oh, wenn man das so eine Hand hat, kriegt man schon Lust, mal so ordentlich zu meißeln und einen Test für euch zu machen. Jetzt haben wir aber geschaut, das sind alle Geräte, die wir hier auf dem Tisch hatten. Von mir nochmal zusammenfassend die Empfehlung. Wenn ihr euch für die Geräte interessiert, schaut unten in den ehrlichen Preisvergleich oder in den Werkzeugvergleich, da habt ihr nochmal alle Daten. Bitte stimmt ab, welches ist euer Liebling? Ich persönlich würde schon sagen, dass man zwischen dem One FHPX und den FHX sich entscheiden muss mit 2,5 oder 5 Joule Schlagenergie. Ob euch hier das Bluetooth was wert ist, das einzustellen, müsst ihr für euch entscheiden. Ich bin sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt, denn denkt dran, ihr könnt noch immer das Gerät hier gewinnen. Für heute sage ich erstmal, ja, das war's und ich glaube, ein, zwei Löcher brauche ich noch. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.